Wenn es um Fisch geht, sind Lucian und Paul ein absolutes Dreamteam. Jedes Jahr stehen sie zusammen auf dem Duisburger Matjesfest und bringen ihre Fischspezialitäten an den Mann. Paul kommt dafür sogar extra aus Bremerhaven angereist. Lange Schlangen, die sind bei den beiden keine Seltenheit. Alle wollen ihn haben, den Bremer Kräuterbackfisch. Eine Eigenkreation. Hier kann man sehen, der Onkel Paul hat das Rezept erfunden, irgendwann mal in Bremerhaven. Ich wollte sagen, er ist ja lang gestorben, aber der lebt ja noch. Wer so einen Freund hat, braucht keine Feinde mehr. Aber ist ein gutes Team. Ja, das geht vielleicht gerade, so, wenn er nicht da ist. Aber wir haben immer Spaß hier. Wir haben Spaß, die Leute haben Spaß, das ist immer gut. Kennengelernt haben sich beide vor 4 Jahren, als Lucian den Fischstand von Paul übernommen hat. Seitdem sind der Duisburger und der Bremerhavener unzertrennlich. Er hilft immer, er kommt extra aus Bremerhaven, wenn hier Matjesfest ist in Duisburg. Weil wir immer so viel zu tun haben, wir schaffen das gar nicht alleine. Und er ist der Profi, immer noch. Frischer Fisch aus der nordischen Hafenstadt in Duisburg. Das kommt an bei den Leuten. Ich habe den gesehen, der sieht gut aus und ich hoffe, dass er auch so schmeckt. Wie schmeckt er denn? Ja, wunderbar. Der ist frisch und schmeckt gut. Bei Ihnen? Auch die Kräuter schmecken wirklich besonders gut. Das ist wirklich der allerbeste. Der kommt ja schon seit Jahren hier hin und da kann man auch ruhig mal 10 Minuten länger stehen, weil der ist wirklich sehr gut. Gefeiert wird aber ganz besonders er hier, der holländische Matjes. Die Spezialität wird aus frischen Heringen hergestellt, die mit fischeigenen Enzymen in einer Salzlacke gereift sind. Mindestens 18% müssen die Heringe enthalten, damit sie zu Matjes verarbeitet werden können. In diesem Jahr kein Problem, sagt Klaus Siebmann. 2019 ist ein gutes Matjesjahr. Er hat einen richtig guten Fettgrad von 20%. Ist ja das gute Fett, was drin ist. Nur mit Omega-3-Fettsäuren, also super verdaulich. Man kann 10 Stück essen und hat trotzdem keine Magenprobleme. Der Fang war laut Fischmeerholz ein sehr guter in diesem Jahr. Also das ist Verlass auf unser Matjes. Großes Fest für einen kleinen Fisch. Noch bis Sonntag feiert Duisburg den Start in die neue Matjes-Saison. Für Lucian und Paul wird es dann nochmal besonders stressig werden. Ja, die ist auch nicht pumpy.